Hallo und herzlich willkommen zum Kulturtalk, eurem Kulturmagazin für die Stadt und Region Braunschweig. Wir sind hier wieder im Heinrich, dem Wirtshaus in Braunschweig im Stadtpark. Und heute habe ich einen leibhaftigen Theaterchef hier. Wir haben einen Theaterintendanten da. Nein, nicht vom Staatstheater, sondern wir haben Florian Battermann da. Florian Battermann ist eben kein verbeamteter Theaterchef, sondern er führt ein freies Theater. Ich muss als erstes fragen, ich habe im Internet gelesen, du kommst aus Hannover. Ich bin da geboren, jeder hat einen Makel, auch ich kann den nicht tilgen, aber ich stehe dazu. Ist gut. Du bist im Jahr 1973 in Hannover geboren, du bist Theaterautor, darüber werden wir auch noch sprechen, Schauspieler, Regisseur und dann halt Theaterchef, Intendant, wie man das auch immer sehen möchte. Und seit 2003 gibt es die Komödie am Altstadtmarkt hier in Braunschweig. Das größte Boulevard, private, es gibt gar kein staatliches Boulevardtheater, das ist Unsinn. Ne? Also das größte private Theater in Niedersachsen. Das heißt, du bist eine große, feste Größe in der Theaterlandschaft. Bisher hatten wir immer nur die Leute, die staatlich gefördert werden. Und das ist bei dir nicht der Fall. Ich frage mal gleich als erstes, wollen private Theater keine Förderung? Und wenn ja, warum nicht? Und wenn nein, wieso ist das so? Ich würde das nicht verallgemeinern. Ich kann nicht für andere Privattheater sprechen. Es gibt auch durchaus Privattheater in anderen Städten, die bis zu 1 Million und mehr Förderung pro Spielzeit oder pro Jahr bekommen. Ich wollte das nie, aber ich weiß nicht, was zuerst da war, sozusagen mein Wille es nicht zu wollen oder das Wissen darum, dass es wahrscheinlich keine Subventionen geben wird und man muss nicht um was kämpfen, was sowieso nicht passieren wird. Also ich finde aber, man muss Theater so machen, dass die Leute kommen. Also zumindest das, was wir machen, Unterhaltungstheater. Unterhaltungstheater. Wann warst du denn das erste Mal selbst im Theater? Mit wie vielen Jahren? Kannst du dich noch ans Stück erinnern? Wo war's? Ja, das war in Hannover im Theater am EGI. Mhm. Das wurde damals noch von der Landesbühne bespielt. Und mein Onkel war Arzt und hatte als Theaterarzt da Dienste zu absolvieren. Und nahm mich dann in der Vorweihnachtszeit so mit ins Weihnachtsmärchen. Ich glaube, das, aber ich weiß nicht, ob es das allererste war. Aber ich erinnere mich noch, wie gesagt, ich war noch nicht mal im Kindergarten. Also muss ich 3 gewesen sein oder so. Im Kalif Storch. Und die Störche wurden richtig angeschnallt und flogen dann von der Bühne weg. Das war für mich also das Größte. Also vielleicht hätte das Märchen nicht so gut sein sollen, dann hätte es mich nicht so gepackt. Ja, also na gut. Aber das heißt, da fing das schon an, die Faszination fürs Theater, das heißt mit 3 und dann nicht erst wieder mit 23? Sondern nein, das ging kontinuierlich durch, kann man sagen. Wie war denn überhaupt der Weg zum Theaterchef, zum Schauspieler? Wie hat sich das entwickelt? Also wir haben jetzt gelernt, mit 3 fing es an. Jetzt bist du ein bisschen älter als 3 und Theaterchef, aber da gibt es ja eine ganze lange Strecke dazwischen. Ja, ich mach's mal kurz. Also dann irgendwann Theater, gehe in der Schule, wie das so viele, die in der Branche oder in dem Beruf sind. Aber davor habe ich dann so das Erste, was man dann hat, natürlich so mit 5 oder so oder 6, ist so ein Kasperpuppentheater, das hatte ich dann auch. Und irgendwann, da war ich dann schon in der Grundschule, kriegte ich dann mit, also man improvisiert dann nicht irgendwelche Stücke, sondern es gibt aufgeschriebene Stücke und die hat man als Puppenspieler oder auch als Schauspieler zu lernen und dann, also so, das war mir dann schon klar und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich möchte gerne so ein Buch haben, wo so Kasper-Theaterstücke drinstehen. Ich brauche jetzt ein Buch mit Stücken. Und dann hat der damals gesagt, nee, das gibt's nicht. Kannst du selber schreiben. Und so habe ich damals auch schon in der Grundschule dann 2 Kasper-Theaterstücke für die Figuren, für das Ensemble, das ich sozusagen zu Hause liegen hatte, geschrieben. Also Schreiben und Theater gingen ja in der Grundschule schon Hand in Hand. Und wie ging das dann in den Schulformen, die du dann absolviert hast, weiter? Nee, das ging dann so in der, ich glaube, ab der 8. Klasse gab es dann die Möglichkeit, dass man ein Abonnement im Staatstheater erwerben konnte, als so ein Schülerabonnement, das hatte ich dann. Dann in der Oberstufe gab es eine Opern-AG, da war ich drin und es gab natürlich eine Theater-AG und da war ich dann drin und habe dann angefangen auch selber zu spielen. Also wie gesagt, wie man das so macht. Und dann hinterher nach dem Abitur 93, Zivildienst gab es damals ja noch erstmal. Und dann Studium. Und während des Studiums gleich wieder eine Theatergruppe gegründet und Theater gemacht. Und dann habe ich zugesehen, dass ich, oder bekam ich
95 war das so, im Ende des Grundstudiums bekam ich meine erste Regieassistenz am Neuen Theater in Hannover. Das ist das Privattheater in Hannover, das Boulevardtheater. Wir feiern übermorgen 60-jähriges Jubiläum. Und da bin ich dann engagiert worden als Regieassistent. Und das war dann sozusagen der Einstieg ins Profilager, wenn man so will. Und vom Regieassistenten, ich lasse ja nicht locker, wie ging es dann weiter? Naja, dann hat man erstmal fleißig studiert und nebenher immer Theater gemacht und dann meinte der Chef, ich müsste jetzt auch mal Schauspielunterricht nehmen. Dann habe ich also neben dem Studium noch Schauspielunterricht genommen und immer wenn es dann kleine Rollen da gab in Hannover, habe ich die schon gespielt und bin dann so lernend, studierend in den Beruf des Regieassistenten, auch ein bisschen dramaturgische Arbeiten habe ich da gemacht und Schauspielers, so reingewachsen. Und dann war das Studium 99 zu Ende, also Ende 99, Anfang 99 saß ich gerade an der Magisterarbeit und dann rief... Die hatte welches Thema? Ich habe meine Magisterarbeit in Linguistik geschrieben. Ja. Damals war Medienwissenschaften noch ein Unterzweig der Linguistik. Heute kann man das ja, glaube ich, separat studieren. Und ich habe über eine deutsche Fernsehserie, also auch da war die Nähe dann zumindest zur... zum darstellenden Spiel gegeben, habe ich über eine Fernseh-Singles, hieß die damals, in den späten 90ern habe ich meine Arbeit geschrieben. Und dann rief mich die Komödie aus Kassel, das ist das nordhessische Privattheater gewesen damals, riefen mich an im Januar, ob ich nicht mal eine Regie machen wollte. Ja. Und so bekam ich dann meine erste Regie und dann ging das eigentlich Hand in Hand, das Studium war zu Ende und dann lernte ich einen Theaterleiter aus Bonn, wieder eines Privattheaters kennen, des kleinen Theaters in Bad Godesberg und der fragte mich beim Kaffee, ob ich nicht sein Stellvertreter werden wolle. Und da ich gerade mit dem Studium fertig war, und also es war nichts geplant, ich muss sagen, ich habe mich immer angeboten und ich habe immer mich beworben, aber wenn sich dann Chancen ergaben, das konnte man ja nicht planen. Klar. Und dann bin ich nach Bonn gegangen, 2000, war dann 3 Jahre da engagiert, als stellvertretender Theaterleiter, habe da das Handwerk Theaterleiter gelernt, was man, das ist kein Ausbildungsberuf, das kann man nur lernen, wenn einen so ein alter Hase so mit an die Hand nimmt und der hat das ganz toll gemacht und durfte dabei auch spielen und durfte da auch inszenieren und durfte auch eigene Stücke auf die Bühne bringen. Also da habe ich im Grunde all das schon dann gelernt, was ich dann ab 2003 hier mache jetzt. Und du hast ja eine ganze Reihe von Theaterstücken geschrieben. Kannst du da mal so eine Größenordnung sagen, wie viel das ungefähr sind? Oder vielleicht weißt du es auch genau. Nee, weiß ich nicht, aber ich schätze mal so 20, 25 werden es jetzt wohl schon sein. Und es ist kein Märchen, dass du zu den sehr häufig gespielten Theaterautoren gehörst? Mal mehr, mal weniger, sage ich mal. Das sind ja auch nicht alles Stücke von mir. Also zum Teil sind es Stücke von mir, aber zum Teil sind es auch Adaptionen. Also ich habe ja zum Beispiel Honig im Kopf adaptiert. Das wurde natürlich überall nachgespielt, aber nicht, weil ich das so toll geschrieben habe, sondern weil alle den Film kannten. Suche impotenten Mann fürs Leben. Also wir versuchen dann ja auch so bekannte Stoffe, die entweder im Film funktioniert haben oder als Buch, auf die Bühne zu bringen. Und da waren ein paar Gott sei Dank dabei bislang. Und der Start in Braunschweig, wie kann man sich das vorstellen? Also man fährt ja nicht in eine Mittelmetropole, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, das ist ja eine Metropole, also so Metropolregion sagt man ja sogar. Ist egal, also eine mittlere Großstadt und sagt so, jetzt mache ich hier ein Theater oder doch? Naja, fast. Also ich muss sagen, das erste Mal hier war ich im Studium, weil ich mal ein Referat über den Dom, also über St. Blasii halten musste. Das heißt eigentlich nur über das nördliche Seitenschiff des Doms. Das muss so 95 gewesen sein. Da war ich das erste Mal hier. Dann aber auch nicht wirklich durch Studium nicht wieder. Und dann haben meine damalige Frau und ich, als wir in Bonn saßen und sagten, okay, wir wollen jetzt was Eigenes wagen, haben wir geguckt. Also wo gibt es eine Stadt in Deutschland, möglichst in den alten Bundesländern, weil die neuen anders ticken, mit mindestens 250.000 Einwohnern, wo es noch kein Privattheater gibt. Und da war Braunschweig das Erste, was uns einfiel. Und dann natürlich auch schön, ich sag mal, das macht dann, wenn man aus Bonn guckt, ist es nicht der große Unterschied, ob man in Hannover wohnt oder in Braunschweig. Also die Mentalität im Norden hier ist mir natürlich viel vertrauter, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ich muss nach Nürnberg und da ein Theater aufmachen, ins Fränkische. Und dann sind wir hierher. Ich spielte dann, das war schon 2000, spielte ich mit einem Kollegen in Hannover gerade nochmal am Neuen Theater. Und der hatte schon mal in den 80ern die Idee gehabt, hier ein Theater aufzumachen, hatte sich aber nicht getraut. Ja. Und dann habe ich zu dem eines
sonntags im Mai 2000, wie gesagt, Expo war, glaube ich, gerade, gesagt, Mensch, wir fahren da einfach mal hin und gucken mal. Einfach, was ist in der Stadt los? Wie tickt die so? Da muss ja auch eine gewisse Kaufkraft muss ja vorhanden sein. Ja, so. Dann haben wir das gemacht, sind mit dem alten Fiesta meiner Mutter, damals gab es ja auch noch keinen, also zumindest nicht in dem Fiesta, keinen Navi oder sowas, 2000. Und dann bin ich so nach dieser Beschilderung, also irgendwo, wenn man so Richtung die A2 fährt, kommt ja dann irgendwann Braunschweig und dann steht ja Zentrum. Dann sind wir immer so nach diesen Schildern Zentrum gefahren und man mag es glauben oder nicht, wir sind dann in der Gördlinger Straße gelandet, haben am oberen Ende geparkt und sind dann also die Gördlinger Straße runter Richtung Altstadtmarkt gegangen und die erste Immobilie, die wir sahen, war das Kino Lupe. Und der Freund von mir sagte, oh, guck mal hier mit diesen beiden Bögen, Arkaden nannte er es, etwas übertrieben, das wäre doch was für ein Theater. Und dann habe ich damals noch gesagt, Gerd, guck doch mal, da steht doch dran, Kino Lupe. Und dann haben wir uns, dann zog es sich 2 Jahre noch hin und letztendlich wurde es dann diese Lupe. Also von Zufällen muss mir keiner was erzählen im Leben. Und die Lupe ist dann schlicht und ergreifend zu deiner Komödie geworden, das ist umgebaut worden. Ja. Ich denke, ein Kino hat schon ein paar Voraussetzungen, die für ein Theater ziemlich gut sind. Ja. Das wäre für viele deutsche Städte, glaube ich, eine Anregung, dass man schaut, wenn sie zumindest eine gewisse Kaufkraft haben und eine gewisse Einwohnerzahl, dass man Kinos umwidmet und nicht Ein-Euro-Läden draus macht. Und was war das erste Stück? Das erste Stück war Dinner für Spinner. Da war Premiere mit im Oktober dann, Anfang Oktober 2003. Und das kam von Anfang an gut in Braunschweig an? Also, ich lasse ja nichts auf Braunschweig kommen, muss ich sagen. Wir sind auch gleich hierher gezogen damals. Man hätte ja auch pendeln können. Hannover ist ja noch nicht so weit weg. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich Theater für eine bestimmte Region und für die Menschen dort mache, dann muss ich da auch leben. Dann will ich da auch leben, weil ich will ja mitkriegen, was bewegt die, was treibt die um. Ich mache ja inzwischen auch noch in Hannover am neuen Theater, bin ich künstlerischer Leiter. Und obwohl es nur 60 Kilometer sind, ist das Publikum doch verschieden. Es gibt zwar Stücke, die funktionieren an beiden Häusern, aber es gibt auch Stücke, die funktionieren hier besser als in Hannover. Und es gibt Stücke, die funktionieren in Hannover besser als hier. Also man kann das nicht 1:1 austauschen. Das ist, das Umfeld ist zu verschieden. Ich sage mal, wenn man aus Braunschweig, ich sage immer, wenn man in Hannover sich in der Mitte hinstellt und fährt 15 Minuten in jede Richtung, dann ist man immer noch in Hannover. Ja. Also immer noch im städtischen Bereich. Wenn man sich in Braunschweig hinstellt und fährt 15 Minuten in die Richtung, ist man auf dem Weg nach Wolfenbüttel, auf dem Weg in die Heide, Richtung Gifhorn. Also man ist auf jeden Fall nicht, man ist eher im dörflichen, ländlichen Bereich. Ich will das gar nicht werten. Aber da muss man anderes Theater machen. Und man muss in Braunschweig und Hannover nochmal wieder anderes Theater machen, als man es in München, Hamburg und Berlin machen muss. Also man kann das nicht verallgemeinern. Und das erste Stück, das kam beim Publikum so gut an, dass es zumindest dann weitergegangen ist. Und im ersten Jahr, wie viele Zuschauer konntest du da erreichen und wie viele Plätze hast du überhaupt in deinem Theater? Also wir haben im Theater 306 Plätze. Das ist nicht klein. Das ist nicht klein, nein. Ja. Also wir haben die auch so, also ich hätte es gerne zu Anfang etwas kleiner gehabt. Jetzt in Corona bin ich froh, dass wir so viele Plätze haben, weil wir entsprechende Abstände einhalten können, anders als es in Hannover der Fall ist. Nein, die Braunschweigerinnen und Braunschweiger sind von Anfang an gekommen. Sie waren gleich sehr neugierig. Also ich sage mal so eine Zahl, die klingt jetzt erstmal ganz klein, aber wir haben 3 Monate vor Eröffnung des Theaters haben wir angefangen, auch schon Karten zu verkaufen und auch Abonnements. Und wir hatten 80 Abonnenten, die ein Abo gekauft haben, bevor die erste Premiere bei uns über die Bühne gegangen war. Also das, ich glaube, das ist ganz ungewöhnlich. Also wir hätten ja auch pleite sein oder ganz blöd sein können oder überhaupt nichts. Also das fand ich schon einen großen Vertrauensvorschuss. Und das Publikum hier ist wirklich von Anfang an gekommen. Und so gekommen auch, dass wir von dem ersten Jahr bis jetzt Corona immer schwarze Zahlen geschrieben haben. Das heißt, man kann ein Theater, was den Menschen einer Stadt wie Braunschweig als Beispiel gefällt, mit schwarzen Zahlen führen. Man kann es wird ja immer so schön die Nase gerümpft, mit Unterhaltungstheater. Also wenn mich Theater nicht unterhält, dann weiß ich nicht, was es überhaupt für einen Sinn haben soll, aber das ist was anderes. Man kann damit auch sogar ein bisschen Geld verdienen, um auszuweiten, zu verbessern, zu verändern. Hat sich das Theater gewandelt, also auch die Räumlichkeit und so weiter? Also man kann das mit Theater nicht unbedingt, aber man kann das mit Privattheater. Ja. Wenn man einen ganz schlanken Apparat hat, keine großen Werkstätten, wenn man also jeden Cent immer umdreht, weil man ihn umdrehen muss, dann kann man damit auch Geld verdienen, insofern, dass man davon leben kann. Aber bei dir gibt es ja auch ein Bühnenbild. Ja, klar.
Das heißt, du sagst schlanker Apparat und alles ganz, also wenn ich bestimmte Inszenierungen an staatlich geförderten Theatern, ob es jetzt ein Staatstheater, ein Stadttheater oder was auch immer ist, vergleiche mit der, dann finde ich, wenn ich in dem Raum sitze als Zuschauer, erstmal keinen grundsätzlichen Unterschied. Naja, eine Bühne ist eine Bühne erstmal, ja. Außer dass sie da größer ist als bei uns. Aber sonst, deswegen scheue ich mich immer vor dem Vergleich. Wir können uns nicht und wir wollen uns auch nicht vergleichen. Also wir machen zwar beide Theater, aber das wäre so, als würde Eintracht Braunschweig, würde der Sportjournalist immer fragen, also warum kaufen Sie nicht mal die Kollegen von Real Madrid ein? Dann würden die sich hier auch totlachen und sagen, das ja. Das fragen nur Eintracht-Fans. Das weiß ich nicht. Aber doch. Der Apparat dahinter, ich weiß nicht, wie viele 100 Mitarbeiter die hier 500. haben. 500. So, 500. Wir haben 10. 10 Mitarbeiter, so. Festangestellt. Ja, festangestellt und ein paar Minijobs und zum Beispiel unsere Bühnenbilder. Auch zu Corona-Zeiten? Wir haben durch die Corona-Krise niemanden entlassen. Wir haben, das war ja Gott sei Dank die Möglichkeit, dass man alle in Kurzarbeit schicken konnte. Und dank der Hilfen, die wir dann das erste Mal bekommen haben, konnten wir sogar das Kurzarbeitergeld aufstocken. Also wir mussten niemanden entlassen. Bis heute nicht. Über 2 Jahre. Das heißt, mit Theaterblut und dem richtigen Programm kann man etwas für Menschen machen, was sie unterhält. Und dafür buchen sie Abonnements und kaufen abends Karten. Ja. Wie hoch ist denn eure Auslastung zu normalen Zeiten, jetzt nicht Corona? Zu normalen Zeiten war die Auslastung über das ganze Jahr gesprochen so 55-60%. Und das bedeutet, ich weiß ja nicht ganz genau, wie viele Aufführungen ihr im Jahr macht in Braunschweig, wie viel 1.000 Zuschauer kommen da? Also es kamen in guten Jahren bis zu 60.000 Zuschauer. Ja, das ist der Zuschauerschnitt eines kleineren Stadttheaters. Ja, und ich sage die aber, haben dann 200 Mitarbeiter. Das ist zweimal das Eintrachtstadion voll und ne, sogar so ein bisschen mehr sogar noch. Ja. Und wir haben so, dass wir hinkommen müssen, brauchen wir so roundabout 40.000. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Mal haben wir Jahre mit größeren Ensembles, wo wir mehr Schauspieler haben. Dann haben wir Jahre, da brauchen wir etwas weniger. Aber so, das sind so, kann man so ungefähr sagen, über den Daumen. Die Braunschweiger sind ja so ein bisschen stolz oder sehr stolz auf die Komödien am Altstadtmarkt. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass am Staatstheater gibt es keine Stars. Die gibt es dort nicht. Ob das ein Versäumnis ist oder nicht, wollen wir einfach mal dahingestellt lassen. Das ist gut, ja. Dass es so ist. Das Ensemble ist der Star. Richtig. Aber bei dir gibt es irgendwie auch ein Ensemble, weil doch immer wieder. Ja, ne? Also. Aber auch richtige Stars dabei. Wie schaffst du das? Also es gibt, sind ja mehrere Fragen gleich in einer, ja. Also es gibt natürlich kein Ensemble im klassischen Sinne, als dass wir eine Menge Schauspieler X haben und die wir immer engagieren und dann haben die zu tun oder nicht, das könnten wir uns ja gar nicht leisten. Mhm. Aber wir haben natürlich, ich nenne das immer feste Gäste, ja. Also wir haben Schauspieler, die auch jetzt schon 20 Jahre immer wieder kommen oder 19 Jahre immer wieder kommen. Und ich glaube, dass das Publikum das auch gutiert. Also das merke ich zumindest in den Rückmeldungen des Publikums. Also wir versuchen immer so eine Melange. Also wenn die Leute abends da sitzen und gerade auch die immer wieder zu uns kommen, dann sollen die sagen, ach, den haben wir doch da schon gesehen und die haben wir doch in der Rolle gesehen. Und dann soll aber auch bitteschön mindestens einer oder zwei, neue Gesichter da sein. Man will ja auch was Neues entdecken. Mhm. Und die Mischung macht es dann auch. Die altbewährten Kräfte mit den neuen. Und ob die dann prominent sind oder nicht, ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Es ist ganz schön, wenn mal jemand kommt, der auch prominent ist vielleicht, einfach weil das Publikum das anders nochmal gutiert. Aber ich glaube, die wirklichen Fans oder die schon lange zu uns kommen, die wissen, dass das gar nicht wichtig ist. Und die wissen auch, dass nicht jeder Prominente automatisch besser ist als ein Unprominenter. Mhm. Also in meinem Mittelpunkt des Denkens steht immer das Stück. Ja. Und wenn das Stück nichts taugt, dann reißen das auch Prominente oder gute Schauspieler nicht raus. Das Stück ist das, auf dem es fußt. Aber wie schaffst du es, doch wirklich allgemein bekannte Schauspieler, Entertainer, Schauspieler nach Braunschweig zu holen? Ist das oder ist das gar nicht so schwer? Das war zu Anfang sehr schwer. Ja. Weil es gibt natürlich so diese Privattheater, die man so kennt. Komödie Berlin, Komödie München, Komödie Winterhuder Fairhaus in Hamburg, Komödie Frankfurt etc. Und die kannten natürlich diese prominenten Schauspieler alle. Und auf einmal kam ich und sagte, Komödie Braunschweig. Es fing ja schon mal damit an, dass manche gar nicht wussten, wo liegt denn Braunschweig. Ja, das ist ein großes Problem. Manchmal sagten Leute zu mir, vor 19 Jahren, ach, das ist doch im Osten. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, kurz davor. So, und dann muss man es, ich kannte Gott sei Dank ein paar Promis und die sind dann auch gleich gekommen und das spricht sich dann natürlich rum. Da ist jedes Jahr wieder Arbeit. Ich weiß noch, als wir das erste Mal geholt haben, das muss ja jetzt auch 10 Jahre oder länger her sein, Michael Schanze. Mhm. Also ich habe die auch immer vorher
mir angeguckt auf der Bühne. Ich weiß, dass Michael damals spielte am Schlossparktheater in Berlin, da bin ich hingefahren. Dann habe ich mich hinterher mit ihm getroffen und dann habe ich den aber auch nochmal in München besucht. Mhm. Also ich habe die immer kennengelernt und wir haben auch nicht jeden Prominenten genommen. Wenn ich merkte, die Chemie stimmte jetzt nicht, dann habe ich gedacht, nee, das muss ja nicht sein, das musst du dir dann nicht geben. Also es war persönliche Überzeugungsarbeit. Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel sagen. Du sprichst ja ganz viel mit denen, auch als Regisseur. Und da hat man sicherlich auch ab und zu, dass man sagt, wie gefällt dir deine Wohnung, die wir dir zur Verfügung gestellt haben? Oder überhaupt, wie gefällt dir die Stadt? Was sagen Menschen, die aus München, Berlin, also aus den wirklichen Metropolen, aus den ganz großen Städten Deutschlands hierher kommen, was sagen die über die Stadt, die sie wahrscheinlich nicht kennen oder nicht gut? Die sie meist zumindest noch nicht erlebt haben. Ja. Ich habe noch, also alle durch die Bank weg fühlen sich hier wohl. Mhm. A, weil es eine schöne Stadt ist. Im Sommer fühlen die sich natürlich schneller wohl als im Winter. Ja. Gut, der Weihnachtsmarkt reißt dann wieder einiges raus. Dann haben wir, da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass wir gute Gästewohnungen haben, wo sie sich einfach wohlfühlen, weil die sind ja doch 3 Monate hier. Ist lang, ja. Da will man ja auch nicht so, da ich selbst als Gast ja auch immer noch als Regisseur unterwegs bin, weiß ich, wo man manchmal untergebracht ist. Und dann hat man einfach schon, also das wirkt sich ja auf die Stimmung auf, kann man sich ja vorstellen, wie man eben lebt. Da geht es jetzt gar nicht um luxuriöse Geschichten, aber dass man vielleicht einen kleinen Balkon dabei hat, dass es zentral ist, also die lieben alle sehr, dass man alles zu Fuß machen kann. Klar. Und unsere Wohnungen sind so, dass man fußläufig zum Theater kommen kann, fußläufig in die Stadt gehen kann, weil eben manche auch nicht mehr mit dem Auto kommen, sondern eben mit der Bahn nur und dann maximal noch ein Fahrrad oder inzwischen so einen E-Roller dabei haben. Also das ist ganz, ganz wichtig und was die dann neben dem Flair in unserer Stadt so sehr schätzen, ist das Publikum bei uns, das sie sehr mögen. Das Norddeutsche, also das würde ich jetzt nicht auf Braunschweig beschränken, aber das norddeutsche Publikum ist sehr schnell im Geist. Also da kommen Lacher sehr gut an. Mhm. Das ist in anderen Regionen nicht unbedingt so. Das heißt, die Braunschweiger sind ein gutes Komödienpublikum? Ja, die Braunschweiger wie die Hannoveraner. Die Hamburger sind dann schon wieder ein bisschen abwartender, so nach dem Motto, dann zeig mal, was ihr hier macht. Wir sind hier Hamburger, wir haben schon viel gesehen. Ich sag mal so, hier so zwischen Harz und Heide und dann bis zum Steinhuder Meer ist ein gutes Publikum. Und ich meine, du bist ja auch Schauspieler. Ich glaube, du bist häufiger als Theatermacher unterwegs, als Regisseur, als Theaterleiter, als künstlerischer Leiter vom Neuen Theater in Hannover, als Schauspieler. Aber als Schauspieler hast du auch einen besonderen Umgang mit Menschen. Du wirst wahrscheinlich auch sehr viele Menschen beobachten und genau schauen, wie Menschen sich verhalten. Was ist denn das Besondere am Braunschweiger? Er ist sehr treu. Der ist treu. Das sieht man jetzt nicht im Verhalten, aber das sage ich auch immer. Ich mache das an einem Beispiel, also man könnte an zwei, an einem können wir es alle festmachen, am Fußball. Ja. So, das ist ja fast egal, wie Eintracht spielt. Wer Eintracht-Fan ist, ist Eintracht-Fan. Da ist in Hannover das Stadion schon halb leer. Ja. So. Also das hat was mit Treue zu tun. Und dann ist es mir das erste Mal so aufgefallen, in der Buchhandlung Graff, wo ich dann auch irgendwann einkaufte. Das ist meine Lieblingsbuchhandlung. Und dann machte Thalia ja auch vor. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Jahre es jetzt her ist. Und an dem Tag der Eröffnung war ich zufällig bei Graff, weil ich irgendwas suchte. Und ich glaube, wir waren 4 Kunden im Laden. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, wann gehen die denn jetzt pleite? Ja. Aber wir wissen alle, wie es war. Thalia hat zugemacht, zumindest den großen Standort in der Nähe des Kohlmarkts. Und so ist der Braunschweiger. Und anfangs haben die dann gesagt, wenn ich sagte, wo ich herkomme, ach, sie kommen vom Komödchen. Und dann habe ich mich mal geärgert, es kann doch nicht so schwer sein, sich zu merken, Komödie am Altstadtmarkt. Mhm. Und dann habe ich aber begriffen, das ist ja ein Kosewort, Komödchen. Und Kosenamen gibt man ja nur Dingen, die man mag. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ein Kompliment. Und ich glaube, was sie bei uns so schätzen, ist, dass man uns anfassen kann. Also man geht da nicht nur rein, wie in ein großes Theater und guckt die Vorstellung, sondern man kennt die Frau hinter der Bar, man kennt die Frauen an der Kasse, man kennt mich. Ich bin in der Regel fast jeden Abend doch irgendwie da, entweder vor der Vorstellung, in der Pause oder hinterher. Man kann mich ansprechen, man kann sagen, Mensch, war ja wieder super. Oder man sagt, Mensch, ich habe neulich mal ein Stück im Fernsehen gesehen, wäre das nicht mal was für Sie? Oder ich war in München, das könnten Sie doch auch mal bringen. Das kann man ja an einem großen Haus gar nicht. Ich glaube, diese Nähe, die uns auch sehr, sehr, sehr wichtig ist zum Publikum, die schätzt das Publikum mindestens genauso wie wir. Stell mal eine provokante Frage. Du wirst morgen Generalintendant am Staatstheater Hannover. Ich sage bewusst Hannover. Ja. Weil das würden die Braunschweiger sich sofort wünschen, wenn du es hier würdest. aber das ist egal, wir sagen es in Hannover oder in Oldenburg. Kann man
mit staatlicher Förderung etwas Ähnliches machen. Warum kann ein Intendant nicht für die Menschen greifbar sein? Vielleicht etwas seltener. Das sind ja durchaus auch Intendanten. Ich glaube, dass das eine Frage der Persönlichkeit des Intendanten oder der Intendantin ist. Das, glaube ich, gibt es schon. Hast du Ideen, was man aus deiner Komödie am Altstadtmarkt in der Zukunft noch machen kann? Weiter spielen, weiter Gastspiele machen, hier im Stadtpark spielen. Aber im nächsten Jahr steht ja, wenn 2003 die Gründung war, irgendwie das 20-Jährige an. Und da hast du sicherlich Vorstellungen, die wahrscheinlich so ein bisschen zwiegespalten sind, sozusagen Hybridvorstellungen, einerseits mit Corona, andererseits ohne. Aber was ist das, was du am liebsten machen würdest, angenommen, es gäbe keine Pandemie? Je länger ich das mache und damit auch je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr ich eigentlich nur mit geschätzten Menschen einfach schöne Vorstellungen spielen möchte. Schöne Stücke finden, suchen, schreiben vielleicht auch noch möchte, die den Leuten irgendwie das Herz ein bisschen aufmachen. Und wenn man sich umguckt, man kann ja schon gar keine Tagesschau mehr gucken oder Nachrichten, das ist ja alles so furchtbar, dann sind wir doch so ein kleiner Anker und man muss nicht groß in den Urlaub fliegen, man kommt zu uns, das sagen unsere Abonnenten auch immer wieder, das ist so eine kleine Auszeit, zwei Stunden mal. Und wenn wir das schaffen, mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte unterhalten, ich möchte auch, wir haben es ja gemacht, wir haben Oskar Schindlers Liste auf die Bühne gebracht. Also wir machen ja jetzt nicht nur Schenkelklopfstücke, sage ich jetzt mal. Aber ist das schlimm, selbst wenn ihr das machen würdet? Nein, das eine ist genauso wenig schlimm wie das andere. Ich möchte einfach, dass Leute, die ein Abo bei uns kaufen und 7 Stücke sehen, möglichst 7 unterschiedliche Stücke sehen und nicht nach dem 5. sagen, oh ja, also schon wieder 8 Türen auf der Bühne, das haben wir ja alle schon mal erlebt. Das wäre auch für mich dann langweilig. Also wenn man sich den nächsten Spielplan anguckt, wie gesagt, wir machen Schindlers Liste nochmal, wir machen aber auch Der Hexenschuss, eine ganz typisch englische, klassische Farce. Wir machen Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, was ja auch ein sehr ruhiges, fast poetisches Stück ist. Wir machen aber auch Brandheiß im September, eine Komödie mit Pole Dance. Wir machen hier im Stadtpark Barfuß im Park, eine klassische, wunderschöne Boulevardkomödie von Neil Simon. Also wir machen ein... Das waren noch nicht 7. Nein, das waren noch nicht 7, genau. Wir machen was Musikalisches im Sommer in Zusammenarbeit mit dem, also nächstes Jahr dann im Frühjahr in der Komödie, mit dem Imperialtheater von der Reeperbahn. Aha. Machen wir eine 50er-Jahre-Revue mit 50er-Jahre-Schlagern. Wir machen Kaltgestellt, was eine sehr frauenfreundliche, böse, schwarze Komödie ist, wo wir Männer ganz schlecht bei wegkommen. Also möglichst viele Facetten, das finde ich wichtig, die zu zeigen. Und du bist der Patriarch, du bist der Boss, du bist der Chef, du hast eine Idee und setzt die dann um. War ja sehr provokant jetzt. Ja, also ich glaube, wir leben heute im 21. Jahrhundert, also dieses, na klar bin ich der, der dafür verantwortlich ist. Ich muss dafür sorgen, möglichst, dass die Gehälter reinkommen und dass möglichst genügend Leute kommen und deswegen muss ich es dann auch vertreten in letzten Endes. Aber wir sind schon im Team, im Büro, besprechen wir das schon alles. Und wenn ich einen Spielplan erstelle, dann ist es ja nicht wie so ein, da kommt ja nicht der Heilige Geist auf mich herab, sondern wir diskutieren schon immer ein Jahr im Voraus, welche Stücke könnten denn passen. Sie müssen ja dann auch, es gibt ja viele schöne Stücke, aber sie müssen ja dann auch in dem Facettenreichtum müssen sie ja dann auch zueinander passen. Es dürfen nicht zu viele Schauspieler dabei sein. Manchmal hat man ein Stück und weiß, das kann man eigentlich nur mit dem einen Schauspieler oder mit der Schauspielerin machen. Ja, dann kann die aber gerade zu der Zeit nicht. Klar. Was macht man dann? Nimmt man dann vielleicht die zweite Wahl oder schiebt man das Stück noch mal ein Jahr oder platziert es noch mal um? Also ich weiß noch früher, wenn mein Chef in Bonn den Spielplan machte, dann grübelte der also Wochen. Und ich dachte immer, mein Gott, der machte 6 Stücke im Jahr. Ist doch nicht so schwer, 6 Stücke. Da habe ich mich hingesetzt, habe die aufgeschrieben, war nach einer Stunde fertig. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mir 6 Stücke nur aufschreibe oder ob ich das dann eben... Ja. verantworten muss. Wir müssen 1 Million einspielen im Jahr. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir weg vom Fenster. Also da lastet schon auch eine Verantwortung auf einem. Und dann ab und zu besetzt du dich auch selbst. Du kennst ja deinen Terminplan, du weißt, wann du kannst, du weißt, was du kannst, wahrscheinlich ziemlich gut. Ich kenne meine Stärken, meine Schwächen. Und welche Rollen sind
also man hat doch wahrscheinlich dann Lieblingsrollen oder ein Genre, was einem besonders liegt, ob das jetzt eher was Trauriges ist oder eher was ganz Lustiges. Wann besetzt du dich? Wann besetzt Florian Battermann Florian Battermann? Also vor Corona hat Florian Battermann immer weniger besetzt, ja, weil es ihm nicht mehr so wichtig war zu spielen, weil mir Schreiben, Inszenieren immer wichtiger wurde. Aha. Und durch Corona und durch Geldmangel besetzte Florian Battermann deutlich öfter, weil man einfach wusste dann, okay, wir sparen eine Gage. Und weil ich auch gemerkt habe, dass wenn man den Kontakt zum Publikum verliert durch diese Lockdowns, das ist für mich gerade auch das letzte Stück, was ich gespielt habe und das vorletzte, ich habe zweimal hintereinander fast gespielt jetzt im letzten Jahr, das war fast wie ein Lebenselixier. Weil man hat jeden Abend, auch wenn da nur 100 Leute saßen, hat man aber gemerkt, die 100 wollten kommen und hatten irrsinnig Spaß. Und die waren, glaube ich, auch froh, mich zu sehen. Ja. Dass der eben auch noch da ist, da oben. Also es war so eine Symbiose. Ich glaube, die waren ganz froh zu sehen, der ist immer noch da, also den gibt es noch, schön, das Theater wird es auch noch geben. Und ich war froh, dass das Publikum kam und auch sich so amüsiert hat. Also da habe ich das Publikum wirklich, wir brauchen immer das Publikum, weil wenn wir das Publikum nicht haben, haben wir keine Einnahmen. Aber im letzten Jahr, im zweiten Corona-Jahr, auch im ersten hier draußen im Heinrich, habe ich das Publikum ganz besonders auch nochmal für mich psychisch gebraucht. Wie habt ihr das überhaupt geschafft durch die Corona-Pandemie bisher? Also du siehst unbeschadet aus, das Haus am Altstadtmarkt sieht auch unbeschadet aus und überall in Braunschweig hängen Plakate. Das heißt, ihr habt das bisher gut überstanden. Hoffen wir, dass das alles noch besser wird und ihr es noch besser übersteht. Auf Holz klopfen, genau, toi, toi, toi. Wie habt ihr denn das gemacht? Denn darauf kann man ja nicht vorbereitet sein. Nein. Also man kann auf vieles vorbereitet sein, aber darauf nicht. Und es ist ja auch was wir nicht verschuldet hatten. Mhm. Also wenn ich irgendwann zu blöd bin, die richtigen Stücke auszusuchen, dann habe ich auch keine Existenzberechtigung mehr. Mhm. Oder wenn das Publikum nicht mehr kommen will, dann, weil sie jetzt alle nur noch ins Kino rennen oder weiß ich was machen, dann haben wir auch keine Existenzberechtigung. Mhm. Aber diesen Virus hat, glaube ich, niemand von uns vorhergesehen und wo sich das hin entwickelt, konnte auch keiner sehen. Und wie wir das geschafft haben, weiß ich selber eigentlich nicht. Wir haben versucht, von Tag zu Tag zu denken, von Tag zu Tag zu planen. Es war ja auch, es ist ja jetzt noch so, wir verkaufen jetzt für den Herbst die Abonnements und für die nächste Spielzeit, aber kein Mensch kann mir sagen, selbst wenn ich anrufe im Ministerium in Hannover, wird es denn wieder Abstände geben im Herbst? Wird es die nicht geben? Kann ich mich auf irgendwas einstellen? Nein, das heißt, ich muss hell sehen können eigentlich. Und deswegen behalten wir die Abstände auch bei, auch die ganze nächste Spielzeit bei, weil wir einfach ja nicht alle dann wieder umlegen können, wenn es dann anders kommt. Also man muss, also das war nicht eben, also ich habe vielleicht eine gute Tagescreme, ich weiß es nicht. Das war nicht ganz unbeschadet, hat man das sicherlich nicht überstanden und man geht da auch nicht ohne Blessuren raus, aber das Leben besteht ja nicht nur, also und man lernt ja am besten durch Niederlagen und die tun am meisten weh, aber so ist das nun mal. Also jetzt haben wir ja vorher 17 Jahre wunderbar hier Theater machen dürfen, jetzt ist eben mal Corona. Du hast ja auch zusätzliche Geschäftsfelder sozusagen aufgetan, ich weiß, auch hier mit unseren beiden, die hier an der Kamera sitzen, mit Tonio und Daniela zusammen, eine DVD gemacht. Ich habe gelesen, auch über die Berichterstattung von Herrn Wrensch, von Graf, dass du auch ein Buch gemacht hast. Ja. Vielleicht kannst du darüber mal so ganz kurz was sagen. Naja, die DVD ist eigentlich, also ich habe dann gedacht, okay, wenn das war ja alles im Lockdown, im zweiten Lockdown dann oder ab dem zweiten Lockdown. Wenn man wie ich ein kreativer Mensch ist, dann kann man das ja nicht einfach abstellen und setzt sich zu Hause hin und bügelt jetzt nur noch. Ich bügel auch, aber wie gesagt, nur noch geht das ja nicht, außerdem hat man ja eh keine Hemden getragen im Lockdown. Mhm. Also war auch weniger zu bügeln. Ich musste ja irgendwo hin mit dieser Kreativität. Und nachdem im ersten Corona-Jahr war das ja, bevor der zweite Lockdown kam, wusste ja auch wieder keiner, was wird kommen. Und das muss man ja auch leider sagen, die Politik, also in den ersten Corona-Verordnungen stand das Wort Theater nicht mal drin. Ja. Da kam Prostitution drin vor, aber Theater nicht. Das sagt was aus, finde ich, über ein Land und über die Wertschätzung unserer Branche. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wir haben dann geprobt, unsere Weihnachtsproduktion, und dann kam auf einmal, hieß es, das heißt, wir haben noch nicht geprobt, wir wollten proben, Bühnenbild stand schon, und dann kam zweiter Lockdown. Und dann habe ich die Kolleginnen und Kollegen angerufen und habe gesagt, also bevor wir jetzt alle frustriert zu Hause sitzen, wir haben ja hier die Gästewohnung jetzt eh frei, kommt doch her und wir proben es halt einfach.
Und dann haben die das alle gemacht, weil es super war, dass wir das einfach machen konnten. Und dann haben wir geprobt. Und dann habe ich aber gemerkt, auch die Erfahrung hatte ich vorher ja noch nicht gemacht. Man kann zwar ein Stück probieren, aber ohne einen Premierentermin fehlt natürlich auch dieser Druck, unter dem ein Stück dann ein Stück erst wird. Und dann kam ich auf die Idee und habe gedacht, du wolltest schon immer mal eine DVD herausbringen. Jetzt machen wir doch einfach eine DVD. Und die ging dann weg wie warme Semmeln. Die ging weg wie warme Semmeln. Da wären wir wieder bei den Braunschweigerinnen und Braunschweigern und ihrer Treue. Die waren so happy, die Leute, dass sie trotzdem uns sehen konnten. Also streamen, alle Welt streamt ja heute. Mhm. Da hielt ich nicht so viel von, weil die Kosten viel zu hoch sind. Und klar, ich sehe das bei mir. Ich habe zweimal, anderthalbmal eigentlich nur eine Londoner Aufführung gestreamt gesehen. Das musste ich aber an meinem Rechner. Mhm. Mein Rechner steht aber im Arbeitszimmer. Also saß ich auf meinem Bürostuhl und abends und vor diesem Rechner. Das fand ich aber doof. Ja. Ich möchte abends dann lieber eben auf meinem Sofa sitzen vor meinem Fernseher. Ja. Und so habe ich gedacht, ist unser Publikum auch. Außerdem kann man so eine DVD ausleihen hinterher oder man kann sie zu Weihnachten jemandem verschenken. Klar. Es kamen öfter Leute mal, die sagten, Mensch, ich habe Verwandte in München, den habe ich immer vorgeschwärmt von der Komödie, die kommen ja nie oder die können ja nicht kommen, aber den konnte ich jetzt die DVD schicken. Also wir haben 50.000 Euro mit dieser DVD eingenommen, die uns dann auch, das war ja noch, bevor die ersten Hilfen kamen, haben wir uns erstmal versucht, selbst am Schopf herauszuziehen. Also das ist dir in jedem Fall hervorragend gelungen, zumindest sieht es so aus. Das ist, glaube ich, mehr als die Tagescreme. Ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch, was wir hier führen konnten und möchte die Zuschauer natürlich aufmerksam machen, dass man zur Komödie am Altstadtmarkt geht und nicht nur die DVD und das Buch von Florian Battermann kauft, sondern auch dann wirklich in der neuen Spielzeit wieder hingeht an den Altstadtmarkt ins Komödchen. Ich sage das jetzt auch einfach mal. Und natürlich auch hier in den Stadtpark. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das war schon wieder unser Kulturtalk. Wir waren heute hier im Heinrich. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich danke Thomas Tegtmeier dafür, dass er uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss und auf Wiedersehen.